Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eddie! Guten Morgen. Guten Morgen. Sie wünschen? Ich hätte gerne eine kleine Auswahl an Kondomen. Entschuldigung, ich habe Sie wohl nicht richtig verstanden. Ja, habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt? Eine kleine Auswahl an Kondomen. Wir hätten da gerade ein Sonderangebot an Badeöl. Sie bekommen zwei Flaschen zum Preis von einer. Ich will kein Badeöl. Ich will Kondome. Haben Sie sie in verschiedenen Farben? Selbstverständlich. Was wollten Sie noch gleich? Ach ja, eine Sonnenbrille. Da hätten wir verschiedene Farben vorrätig. Dort hinten, bitte. Ich will keine Sonnenbrille. Ich will Kondome. Präservative. Pariser. Ist das hier ein Brillenladen oder eine Drogerie? Nun ja, Sie haben recht. Wir haben diese Dinger tatsächlich vorrätig. Aber heute ist mein erster Arbeitstag und deshalb bin ich etwas durcheinander. Wie wäre es denn mit schönen Naturschwämmen, eigener Import? Entweder Sie verkaufen mir jetzt, was ich will, oder ich verlasse den Laden. Augenblick, mein Herr. Ich hole eben die Chefin. Das ist der Herr. Er möchte diese... Ja. Also, junger Mann, was kann ich für Sie tun? Ich hatte es Ihrem Fuzzi schon gesagt. Ich hätte gerne eine kleine Auswahl an Kondomen in verschiedenen Farben. Kriege ich die jetzt endlich? Das kommt ganz darauf an. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Ich verstehe. Sie wollen also heute Abend mit Hilfe dieser Artikel irgendein nichtsahnendes junges Mädchen in Ihr Schlafzimmer locken, stimmt's? So könnte man es ausdrücken. Und Sie finden es völlig in Ordnung, einen anderen Menschen auszunutzen, nur weil es sich um eine wehrlose Frau handelt? Haben Sie gar kein Schamgefühl? Wenn sie damit einverstanden ist? Haben Sie sie schon gefragt, ob sie das Bett mit Ihnen zu teilen bereit ist? Na ja, noch nicht so direkt. Aha, Sie gehen also frech davon aus, dass sie ihrer Fleischeslust willig erliegen wird. Ja, davon gehe ich aus. Wie viele Frauen haben Sie in den letzten 6 Monaten auf diese Weise rumgekriegt? Och, schon so einige. Und die verschiedenen Farben, die Sie gerne hätten? Hat das vielleicht etwas mit ungewöhnlichen Liebespraktiken zu tun? Nein, ich dachte nur, so verschiedene Farben. Ach. Was meinen Sie denn, meine Damen? Finden Sie es richtig, dass der Herr hier diese Dinger da heute Nacht bei einer jungen Dame benutzen will, die sich eigentlich nur mit ihm trifft, um sich nett zu unterhalten und nichts von seinen üblen Absichten ahnt? Die Männer sind doch alle gleich. Genau dasselbe ist mir letzte Woche passiert. Ich habe mich mit einem Kollegen nach der Arbeit ganz normal verabredet. Er hat mich in seine Wohnung gelockt, uns was gekocht und plötzlich lag ich auf dem Küchentisch und er auf mir drauf. Primitiv. So geht's natürlich nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Sie treffen sich heute Abend mit der jungen Dame. Sie prüfen, ob sie zueinander passen. Dann bauen Sie in den nächsten Monaten eine dauerhafte Beziehung mit ihr auf und halten um ihre Hand an. Ach so. Na ja, von der Seite habe ich es natürlich noch nie betrachtet. Und wenn sie ja sagt, dürfen Sie wieder hierher kommen und Sie bekommen von mir, was immer Sie wollen. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Dann geben Sie mir jetzt noch ein Badeöl und eine Sonnenbrille. Dies ist ein Überfall. In der Zeitung steckt eine Kanone. Dürfte ich die bitte mal sehen? Zufrieden? Donnerwetter, eine 357er Magnum. Woher wissen Sie das? Feuerwaffen sind mein Hobby. Tatsächlich? Trotzdem, Geld her! Dieses Modell hat übrigens einen ziemlich starken Rückstoß. Sie sollten sie lieber mit beiden Händen halten. Ja. Darf ich fragen, was Sie dafür bezahlt haben? Ja, 400 Mark. Ohne Munition. Und wo haben Sie sie gekauft? Bei einem Typen in einer Bar.
Er hieß Wolfgang. Die ist aber nicht gerade in einem sehr guten Zustand. Wieso? Schauen Sie mal, der Abzug wackelt. Im Lauf ist ein Haarriss. Also dieser Wolfgang hat sie ganz schön über den Tisch gezogen. Was? Ich an Ihrer Stelle würde mir den Kerl ganz schnell zur Brust nehmen. Da haben Sie auch wieder recht. Vielen Dank. Antworten Sie doch endlich. Hallo? Ja, na endlich. Hören Sie, in meinem Garten ist ein Dinosaurier. Ja, ein Dinosaurier, er ist riesig. Was? Meine Nummer. Hören Sie mal, ich erzähle Ihnen gerade, dass in meinem Garten ein Dino... Meine Telefonnummer ist 8765244. Nein, 8765244. Nein, ich werde nicht lauter sprechen. Ich will nämlich nicht, dass er mich hört. Was? Ja, ich weiß, dass die Verbindung schlecht ist. Großer Gott. Ich glaube, er hat mich entdeckt. Er kommt näher. Hören Sie, Sie müssen mir helfen. Was? Nein, ich weiß auch nicht, welche Dienststelle da zuständig ist. Hören Sie, ich versuche so hilfreich wie möglich zu sein. Aber verstehen Sie doch bitte endlich, in meinem Garten steht ein Dinosaurier. Was? Ja, das habe ich auch gedacht, dass Sie ausgestorben sind. Wie bitte? Nein, ich weiß nicht, wem er gehört. Ja, natürlich ist das gegen die EG-Bestimmungen, aber was schert sich ein Dinosaurier schon um EG-Bestimmungen? Himmel, jetzt reißt er gerade alle meine schönen Obstbäume aus der Erde heraus. Und das Haus der Familie Braun hat er auch schon zertrampelt. Ach nein, endlich. Sie wollen also endlich etwas unternehmen. Ja, also gut. Mein Name ist Schenker. Nein, nicht Schlenker. Schenker. Schule Emil Nordpol, Kirche Emil Richard. Ja, und die Adresse ist Wagnerstraße 34. Wie bitte? Ich erkläre Sie. Sie fahren die B41 bis zur Kirche und biegen dann links ab. Dann hinter der Fußgängerampel rechts und dann ist da schon die Wagnerstraße. Haben Sie es verstanden? Mein Gott, nein! Wenn Sie aus der Stadt kommen, ist natürlich alles umgekehrt. Hausnummer 34. Nein, die Hausnummer kehrt sich natürlich nicht um. Die wird nicht 43, die bleibt 34. Mensch, die können es doch gar nicht verfehlen. Es ist das einzige Haus mit einem Dinosaurier im Garten. Was? Sie sind für Dinosaurier nicht zuständig? Hallo, hallo. Ja, bitte. Der Zoo. Guten Tag, mein Name ist Schlenker. Herr Schenker, hören Sie, ich habe in meinem Garten einen Dinosaurier. Sie müssen mir unbedingt helfen, der kommt nämlich immer näher. Ja, in meinem Garten, ja. Ich soll ihn nicht erschrecken. Er hat gerade versucht, mein Auto aufzufressen. Wie bitte? Entschuldigung, konnte ich natürlich nicht wissen, dass Dinosaurier Vegetarier sind. Na, ich denke ja nicht daran, rauszugehen und ihn zu beruhigen. Wie komme ich denn dazu? Vergesst es. Es ist alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Er geht gerade weiter zu Nummer 36. Ja, bitte? Gehört Ihnen das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BNL 424? Ja, wieso? Sie stehen im Halteverbot. Ich möchte Sie bitten, Ihren Wagen unverzüglich zu entfernen. Du böser, böser Dino, du! Fräulein. Bitte? Hier ist eine Fliege in meiner Suppe. Und
ihr habt mich nicht ein kleines bisschen lieb, Fräulein Elvira? Schon, aber ihr wisst doch, dass ich dem Schwarzen Ritter versprochen bin. Ach was, Papperlapapp, Schwarzer Ritter, der ist doch weit weg im Heiligen Lande. Wie lange wollt ihr denn diesen blöden Keuschheitsgürtel noch für ihn tragen? Bis zur Hochzeit. Vielleicht ist er längst im Kampf gefallen. Vielleicht fressen die Geier schon seinen Kadaver. Vielleicht ist er gerade wiedergekommen und steht auf der Burgmauer. Elvira, nennt ihr das ewige Treue? Das ist seine Schuld. Er hat... Moment mal, vielleicht dürfte ich auch ein Wörtchen dazu sagen. Das Fräulein ist viel zu jung für dich. Woher wollt ihr das wissen? Sie trägt ja noch ihre Schultüte auf dem Kopf. Was? Du mieser Troubadour. Zermalmen werde ich dich. Wo ist dein Federhandschuh? Den habe ich vergessen. Und was steckt da in deinem Wams? Das sind meine Hausschuhe. Los, du Memme, gib mir jetzt sofort deinen Federhandschuh. Erst deinen Handschuh und dann deinen Kopf. Meinen Kopf? Na schön. Oh! Was für ein Mann. So, und jetzt zeige ich euch meine Sammlung. Was sammelt ihr denn, Briefmarken? Nein, Elvira, alte Schlüssel. Ja. Wie spät? Entschuldigen Sie die Verspätung. Wie weit sind wir? Der Blinddarm liegt frei, jetzt kommt der schwierige Teil. Gut, ich übernehme. Lassen Sie uns anfangen. Schere. Haben wir nicht. Was soll das heißen, haben wir nicht? Wir nehmen jetzt sowas. Moment mal. Ich brauche eine Schere, damit dem Ding kann ich nichts anfangen. Tut mir leid, wir können uns keine Instrumente mehr leisten. Das Gesundheitsministerium hat die Gelder gestrichen. Ich musste meinen Werkzeugkasten von zu Hause mitbringen. Sind wir jetzt Hobbybastler oder was? Wir haben nichts anderes und wir müssen operieren. Es ist ein Notfall. Na gut. Klammer. Meine Schraubzwinge. Eine Schraubzwinge, der arme Patient. Skalpell. Mein Taschenmesser. Da haben wir denn nichts anderes. Nein, es muss damit gehen. Also das ist doch wirklich lächerlich. Wie kann man von uns erwarten, dass wir ordentlich operieren, wenn wir nicht mal die nötigste Ausrüstung haben? Verbinden Sie mich sofort mit der Gesundheitsministerin. Das ist die Gesundheitsministerin. Ja? Herr Neumann, hier ist ein Herr Kleinhals. Er sagt, er hat einen Termin bei Ihnen. Herr Kleinhals, klar. Ah ja, richtig. Bitte. Guten Tag, Herr Neumann. Guten Tag. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Kleinholz. Hals. Hals, natürlich, ja, ja. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Frau. Natürlich für mich. Natürlich, natürlich. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Es ist mir bestimmt nicht leicht gefallen, dieser Entschluss in meinem Alter. Alter, hören Sie mal, Sie sehen aus wie das blühende Leben. Vielen Dank. Ich wollte nur sagen, in meinem Alter hat man so seine festen Vorstellungen. Wir sind doch dafür da, auch die ausgefallensten Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Wie hatten Sie sich denn Ihre Partnerin so gedacht? Ja, also erstmal muss sie blond sein. Blond. Mhm. Und zweitens darf sie nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein. Mittelschwer. Beine? Ach, Beine sind mir eigentlich ziemlich wurscht. Wurscht. Wenn ich Sie dann mal zu unserem Partner-Display bitten dürfte. Welche der hier dargestellten Situationen spricht Sie am meisten an? Die hier. Ganz klar die hier. Wissen Sie, ich bin eine ausgesprochene Wasserratte. Wasserratte? Ja, sie sollte unbedingt gut schwimmen können. Ich verbringe nämlich jeden Urlaub praktisch nur im Wasser. Fräulein Blümlein, bitte kommen Sie doch mal rein. Ich glaube, wir hätten was für Sie. Ja, bitte. Ja, Fräulein Blümlein, der Herr hier sucht eine Dame blond, mittelschwer, Beine wurscht, Wasserratte. Ach, da würde ich Modell Nummer 21 vorschlagen. Gut, dann führen Sie uns Nummer 21 vor. Gern, Herr Neumann. Wollen wir doch mal sehen, ob wir Sie nicht zufriedenstellen können. Na? So wurscht sind mir die Beine nun auch wieder nicht. Ja?
Ach, Herr Petersen, was haben wir denn? Ich habe... Ja? Ich habe verloren. Haben Sie Ihre Stimme verloren? Bitte nehmen Sie noch Platz. Nein, nein, ich habe meine Dings verloren. Ihr Dings, Ihr Portemonnaie vielleicht? Was? Sie sagten, dass Sie etwas verloren hätten. Richtig, ja. Ich habe mein Dings verloren. Ihren Krankenschein? Nein. Jetzt habe ich's. Na, Gott sei Dank. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich hatte es vergessen. Wann haben Sie es zuerst bemerkt? Was bemerkt? Ihren Gedächtnisverlust. Ach, mein Gedächtnisverlust, ja. Wie war die Frage nochmal? Ihr Gedächtnisverlust. Wann hat das angefangen? Wann hat was angefangen? Ihr Gedächtnisverlust. Ich kann mich nicht erinnern. Herr Petersen, ich habe noch viel zu tun. Petersen? Jetzt kommen Sie nur nicht mit, ich habe meinen Namen vergessen. Ach, Sie auch? Was? Es ist schrecklich, nicht wahr? Was ist schrecklich? Wenn man seinen Dings... Ich habe mein Dings nicht vergessen. Ihr was? Mein Gedächtnis. Aber ich? Ich weiß. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Sie Idiot! Deshalb brauchen Sie nicht gleich grob zu werden. Raus jetzt! Raus mit Ihnen! Und kommen Sie erst zurück, wenn Sie Ihr Gedächtnis wiedergefunden haben. Der Nächste, bitte. Ah, Frau Mühlbauer, was kann ich für Sie tun? Was? Nehmen Sie Platz, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe meine... Jetzt kommen Sie mir bloß nicht mit derselben blöden Geschichte. Sie hätten auch Ihr Gedächtnis verloren. Können Sie etwas lauter sprechen, Herr Doktor? Wieso? Ich habe mein Hörgerät verloren. Ich möchte mich bei Ihnen für diesen reizenden Abend bedanken, Rita. In meinen kühnsten Träumen habe ich nicht zu hoffen gewagt. Was, Herr Direktor? Einmal mit Ihnen, Rita. Ja? Einmal mit Ihnen unter vier Augen sprechen zu dürfen. Aber, Herr Direktor... Würden Sie bitte Kuno zu mir sagen? Kuno? Rita. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich in den letzten Wochen gelitten habe. Sie in der Kantine zu sehen, unter all meinen Angestellten und nicht mit Ihnen sprechen zu können. Ja, was haben Sie mir denn sagen wollen, Herr Kuno? Hier ist ja wohl noch ein Plätzchen frei. Wie? Was ich Ihnen sagen wollte, ist, wie sehr mich Ihr... Guter Jahrgang. Ich habe Ihnen sagen wollen... Prösterchen. Das alles, wonach ich mich sehnte, Ihr... Runder Körper. Ich meine, ich konnte Ihnen das doch unmöglich in der Kantine gestehen, unter den Augen all meiner Angestellten. Stört Sie denn dieser Mann hier gar nicht? Welcher Mann? Ja, der hier bei uns am Tisch. Sitzen Sie hier schon länger, Herr Schröder? Ich habe mich gerade dazugesetzt, Herr Direktor. Und da sagen Sie die ganze Zeit keinen Ton? Ich wollte Ihre Unterhaltung nicht stören. Was soll denn das heißen? Sie haben doch der Kollegin ein Geständnis gemacht und da wollte... Geständnis? Papalapap. Ich habe mit Fräulein Bergemann lediglich über dieses und jenes geplaudert. Ja, über dieses und jenes. Völlig belanglos. Aber Kuno, Sie haben mir doch eben erst unter vier Augen eine... Liebeserklärung gemacht. Liebeserklärung unter vier Augen, wo Herr Schröder die ganze Zeit dabei sitzt? Das ist ja lächerlich. Aber Kuno... Für Sie immer noch, Herr Direktor. Also gut, Herr Direktor, dann habe ich hier wohl nichts mehr verloren. Herr Direktor,
Was? Ich wollte Sie übrigens auch mal unter vier Augen sprechen. Und nun das Wetter. Wie Sie sehen, hat es uns heute überrascht. Ganz Mitteleuropa wurde von einem unerwarteten Platzregen heimgesucht. Ja, meine Damen und Herren, ich fürchte, für den Rest der Woche habe ich auch nur schlechte Nachrichten. Morgen wird es trockener, aber dafür sehr windig. Am Montag wird es überwiegend bewölkt sein und die Temperaturen werden sinken. Für Mittwoch erwarten wir einen weiteren Temperatursturz und strengen Bodenfrost. Das war das Wetter für die nächsten Tage. Gute Nacht. Bitte? Ich hätte eine Reklamation. Tut mir leid, ich mache jetzt Mittagspause. Es ist aber dringend. Wegen des Papageis, den ich heute Morgen hier gekauft habe. Ach ja, der papuanische Schmucklori. Was ist denn mit ihm los? Was mit ihm los ist? Er ist aus Stoff, das ist mit ihm los. Der ruht sich nur aus. Der ruht sich nur aus? Ja, ein äußerst geruhsames Tier, der papuanische Schmucklori. Ein prachtvoller Vogel, nicht wahr? Prachtvoll schon, aber leider nicht lebendig. Nein, nein, der macht nur ein kleines Nickerchen. Wenn er aufwacht, ist er quick lebendig. Das wollen wir doch mal sehen. Hallo! Cora! Aufwachen! Raus aus den Federn! Sehen Sie, jetzt hat er sich bewegt. Hat er nicht? Sie haben am Käfig gerüttelt. Hab ich nicht. Haben Sie doch! Cora, kommst du jetzt hier mal her? So, Cora! No, Cora! Flieg! Also, lebloser kann ein Papagei gar nicht sein. Das ist ja kein Wunder, so wie Sie den behandeln, da kann der ja nicht lange halten. So ein Papagei braucht viel Zärtlichkeit. Dieser Papagei war nie lebendig. Der war schon aus Stoff, als er aus der Fabrik kam. Und Sie haben heute Morgen behauptet, dass er so still war, weil er die ganze Nacht gesprochen hat. Vielleicht sehnt er sich nach seiner Heimat. Nach seiner Heimat? Papua, Neuguinea. Wie erklären Sie sich, dass er wie ein Stein auf den Boden gefallen ist, als er fliegen sollte? Weil Sie ihn nicht festgehalten haben. Der Schmucklori, gerade der Papuanische, hat einen besonders festen Winterschlaf. Das geht manchmal über Monate. Wir haben Hochsommer. Ja, wir schon. Aber in Neuguinea ist jetzt tiefster Winter. Warten Sie bis Weihnachten. Dann werden Sie Ihre wahre Freude an dem Tier haben. Dieser Papagei wird sich in 10.000 Jahren nicht bewegen. Das ist ein Spielzeug. Und deshalb will ich mein Geld zurück. Oder ich zeige Sie an wegen Betruges. Machen Sie doch, was Sie wollen. Den Vogel nehme ich nicht zurück. Der ist genauso lebendig wie ich. Außerdem sind wir nicht alle nur Spielzeuge in der Hand einer höheren Macht. Ronald, was machst du denn hier? Du hältst dich da raus, Irmgard. Wer zum Teufel sind Sie? Das sieht ja hier sehr gemütlich aus. Ich nehme an, Sie kennen diesen Herrn. Ja, das ist mein Mann. Ach, interessant. Interessant? Hier habe ich etwas, was Sie noch mehr interessieren dürfte. Was redest du denn da? Ich rede nicht, ich habe Beweise von einem Privatdetektiv. Als du letzten Mittwoch angeblich länger im Büro bleiben musstest, hat er dich verfolgt. Bis zu seinem Haus. Das ist eine Lüge. Die Kamera lügt nie. Wollen Sie damit sagen? Genau. Ich habe hier ein paar wunderschöne Fotos von Ihnen und meiner Frau in Ihrem Wohnzimmer, wie Sie gemütlich einen trinken. Und hier
Hier ist ein Foto von Ihnen und Irmgard in Ihrem Schlafzimmer. Sie ziehen sie gerade aus. Oh mein Gott. Und hier können Sie sehen, wie Sie mit ihr das Schlimme machen. Ah ja, davon hätte ich gern 12 Abzüge. Und hier noch eine kleine Kostprobe aus unserer nächsten Sendung. Dich. Und ein Tröpfchen für dich, damit ihr schön groß und stark werdet. Und natürlich auch ein Tröpfchen für dich. Kannst du nicht endlich aufhören, mit deinen bekloppten Pflanzen zu reden? Die sind nicht bekloppt. Im Gegenteil, die sind sehr schön. Und sie bringen ein bisschen Freude in unsere Zelle. Und wenn man mit ihnen spricht, dann wachsen sie besser. Aber seit du diese Pflanzen hast, redest du kaum noch mit mir. Ich finde, ich habe ein Recht darauf, genau wie die Pflanzen behandelt zu werden. Wie du meinst. Hm.